Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind die Mindhunters und das ist unser erstes Video zum Thema Mindset. Was euch heute erwartet, werdet ihr gleich nach dem Intro sehen. Deswegen wünschen wir euch an der Stelle viel Spaß. Bis gleich. Ich glaube, die Zuschauer interessieren sich jetzt an erster Stelle auch dafür, wer wir überhaupt sind und wie wir zum Thema Mindset gekommen sind, eventuell auch bedingt durch unseren Werdegang. Und deswegen würde ich sagen, erzähl doch mal ein bisschen was. Ja, gerne. Ich bin Gustav. Ich habe Wirtschaftsingenieurswesen studiert mit der Fachrichtung Elektrotechnik damals. Neben dem Studium habe ich ganz viele Nebenjobs gemacht, wie Kellnern, Pakete austragen, Ordner im Stadion bin ich auch gewesen. Also ich habe ganz klar den Weg gewählt, Zeit gegen Geld zu tauschen, um mir einfach das Studium zu finanzieren. Und nach meinem Bachelor wollte ich aus meiner Komfortzone kommen, weil ich halt immer in meiner Heimatstadt gelebt hatte. Ich hatte meinen festen Freundeskreis und ich wollte einfach ein bisschen mehr von der Welt sehen, auch aus mir rauskommen, weil ich eher der schüchterne Typ damals war. Und so bin ich dann für mein Masterstudium nach Berlin gezogen. Habe dann während meines Masterstudiums noch mein Auslandssemester gemacht, bin dann nach Shanghai gegangen, nach China, was für mich auch nochmal ein sehr, sehr großer Schritt war, um aus meiner Komfortzone zu kommen, auch mal andere Kulturen kennenzulernen. Und es war halt mit vielen Hindernissen verbunden, weil die Kultur komplett anders ist, die Menschen sind komplett anders, man kann die Sprache nicht sprechen. Und da habe ich eben auch gelernt, ganz klar, selber zurechtzukommen im Leben, auch wenn einem zum Beispiel die Sprache nicht da gegeben ist. Nach meinem Auslandssemester bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen, wollte noch mal ein bisschen was anderes sehen, habe ein Praktikum bei einem großen Industrieunternehmen in München gemacht. Dort habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben in einem sehr innovativen Thema, was auch gerade die Welt bewegt. Und ja, es war für mich auch nochmal so ein Schritt aus der Komfortzone. Du hast ja auch gerade drei große Städte genannt. Ne? Ja. Zwei in Deutschland, Berlin, München. Genau. Sind doch sehr unterschiedlich, würde ich so mal sagen. Und dann hast du auch gesagt, Shanghai, China ist ja wahrscheinlich eine ganz andere Mentalität, auch von der Denkweise her. Weiß ich nicht, hast du da Unterschiede gemerkt? Jetzt auch Berlin zum Beispiel, in Berlin war ich ja öfter, aber München zum Beispiel noch nicht. Ich weiß aber zum Beispiel, dass in Berlin die Menschen sehr open-minded sind. Ja, genau. Wie ist das eigentlich im Vergleich zu China gewesen, also, oder auch München? Ja, diese Open-Mindedness, die man in Berlin eher hat, also man kennt das ja von der Berliner Schnauze, es sagt dir einfach vorneweg, wenn ein Berliner was nicht passt, dann weißt du das auf jeden Fall. In China ist es gar nicht so, da ist die Mentalität eher so, dass man seine Gefühle nicht offen kommuniziert. Das habe ich ganz klar gemerkt, wenn du jemanden fragst, hey, hast du das verstanden oder wollen wir das so und so machen, sagen die einfach ja. Okay, einfach nur um ja zu sagen. Die wollen dir auf keinen Fall ins Wort fallen oder dir auch widersprechen. Das ist ein absolutes No-Go. Das würde auch damit einhergehen, dass der andere sein Gesicht verliert. Und in München ist das, ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber es ist natürlich auch nochmal eine andere Welt, als in Berlin sie ist. Okay, spannend. Ja, dann sage ich mal ein bisschen was. Und zwar, interessanterweise haben wir uns beide im Studium kennengelernt damals. Ich habe damals auch Elektrotechnik studiert, beziehungsweise Wirtschaftsingenieur Elektrotechnik, um es mal genauer zu sagen. Und da war Gustav tatsächlich meine erste Bekanntschaft, erste Freundschaft, die ich damals im Studium geschlossen habe. Und wir haben das Ganze zusammen ein Jahr lang durchgezogen, bis ich dann an einen Punkt gekommen bin, wo ich mich umorientiert habe, wo ich gesagt habe, das passt nicht mehr, weiß ja damals noch, es ging nicht mehr weiter. Und dann habe ich mich für die Informatik entschieden, habe Wirtschaftsinformatik studiert, das Ganze auch erfolgreich abgeschlossen. Und interessanterweise, du hast ja auch gerade ein paar Nebentätigkeiten genannt. Eine Nebentätigkeit interessant oder sehr interessant auch gewesen war, als wir als Paketboten damals unterwegs waren. Das war ein Mörderjob. Und das Interessante bei der Sache, ich meine, jeder von euch hat ja wahrscheinlich oder bestellt auch wahrscheinlich öfter mal was online und da macht man halt ganz viele Bekanntschaften mit unterschiedlichen Menschen.
Manche freuen sich auf ihr Paket, manche sind auch mal unfreundlich. Und da kommt das Thema Mindset nochmal oder gewinnt eine ganz andere Bedeutung, weil man tagtäglich mit Menschen zu tun hat. Und ich glaube aber, was viel interessanter in der Zeit war, in der ich auch studiert habe, war, dass ich mal als Werkstudent im sozialpädagogischen Bereich tätig war. Falls du dich noch erinnerst, Ist ja damals. eigentlich was komplett anderes, als du studiert hast. Wie Ja, ich kam es eigentlich habe. dazu? Ja, gute Frage. Und zwar habe ich mich damals einfach auf die Stelle beworben. Das war eine Stelle als sozialpädagogischer Mitarbeiter und Voraussetzung war ein Bachelor. Und ich dachte mir so zum Thema Mindset, warum nicht? Man kann es ja probieren, mehr als nein kriegt man ja nicht. Und dann habe ich damals probiert, das hat auch geklappt. Ich habe mich dann damals vorgestellt und das war eine Tätigkeit in meinem Leben, die wirklich, wo ich sage Game Changer, weil echt viel passiert ist. Das war zu der Zeit mit den ganzen Geflüchteten. Ich habe ganz, ganz krasse Menschen kennengelernt. Wahrscheinlich waren da auch viele Schicksalsschläge Ja, dabei. extrem, extrem. Also da waren wirklich Menschen dabei, müsst ihr euch vorstellen, wo jemand mir erzählt hatte, dass sein Freund auf dem Weg nach Deutschland erschossen wurde. Muss man sich mal, was muss man, also was haben wir für Probleme? Was haben andere für Probleme? Und das ist mir erst da bewusst geworden. Dann hatten wir noch eine andere Geschichte, wo jemand einfach, glaube ich, Familienmitglieder auf dem Weg verloren hat, wo du dann mit einem Boot irgendwie von einem Land zum anderen fährst und dann wirklich auch von einem Ort zum anderen Sehr, schwimmen sehr musst. tragisch. So krass sich das auch anhört. Und unter anderem habe ich da auch damals mit jungen Leuten gearbeitet, also nicht nur Geflüchtete, es waren auch junge Leute, also Teenager, die hier groß geworden sind, die hier auch geboren sind. Und mit denen habe ich auch ganz interessante Erfahrungen gemacht. Einfach mal zu sehen, wie tickt die Jugend heute. Dann habe ich auch mit älteren Menschen gearbeitet, mit Menschen, die auch eine andere sexuelle Orientierung haben. Also wirklich die breite Masse. Und da ist das Thema Mindset oder hat das Thema Mindset in meinem Leben nochmal eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Und ich glaube, das hat uns beide in jeder auf seine Art dann doch so geprägt, dass wir wirklich auch für uns sagen können, das ist ein sehr wichtiges Thema. Allein Auf jeden Fall. Mindset ist ja der englische Begriff, also die Denkweise an sich kann mit dem Menschen sehr viel machen. Und das, oder ich glaube, die Erfahrung haben wir auch erst dann gemacht, in den letzten Jahren, so würde ich auch sagen, wo wir dann auch im Studium durch die ganzen Nebentätigkeiten und die Menschen, die wir im Studium auch kennengelernt haben, ich glaube, das ist auch sehr interessant zu erwähnen, die Menschen, die man im Studium kennenlernt, ne? Das ist, glaube ich, ganz anders als in der Schule, weil in der Schule ist man dann doch irgendwo, ich würde nicht sagen mit Gleichgesinnten, aber mit Menschen, die hier groß geworden sind, die hier geboren sind und so weiter. Ja. Aber im Studium, du weißt ja selber, was hatten wir alles? Also wir hatten alles von der, Alles. alle, die ganze Bandbreite der Gesellschaft war da, vom gut betuchten, sage ich mal, Muttersöhnchen, wo die ganze Familie studiert hat, aber auch von einem Geflüchteten aus Nordafrika, der einfach das ganze Geld gespart hat, die Familie mitgespart hat und er alleine ist halt nach Deutschland gekommen zu studieren. Also wirklich. Alle Arten von Menschen kann man kennenlernen und man ist mehr oder weniger dazu verleitet, dann im Studium mit diesen Menschen dann auch zusammenzuarbeiten. Und da bedarf es auch ein gewisses Fingerspitzengefühl, eine gewisse Menschenkenntnis, um da gezielt auf ein Ziel hinzuarbeiten. Du hattest es ja auch gerade eine Geschichte erwähnt, mir ist auch dazu was eingefallen. Und zwar, ich habe damals im Studium auch einen kennengelernt. Der kam, glaube ich, aus Indonesien, kam der. Und man muss sich mal überlegen, der hat, oder seine Mutter hat das Haus verkauft und war obdachlos, damit er hier in Deutschland studieren kann. Oh, unglaublich. Und das war wirklich ganz krass, weil der hat auf Süßgetränke verzichtet, Fleisch hat er nie gegessen, immer Reis, Das einfach zu Wasser, teuer war. ja, weil es zu teuer war. Und da ist mir auch so aufgefallen, ich habe mich dann zum Beispiel, ja, mir Gedanken gemacht, ja, was für ein Auto kaufe ich mir bald, welche Klamotten hole ich mir am Wochenende, wo Also mache die ich täglichen Party? Bedürfnisse. Ja, und der hatte ganz andere Probleme und das Krasse ist dabei, er war erfolgreicher im Studium, der war sehr fleißig und vor allem, der war glücklich. Okay. Du musst ja mal überlegen, deine Mutter ist Eigentlich obdachlos. komisch, Ja, also oder? das muss man sich mal überlegen. Bei mir ist es halt so, wenn meine Mutter nur einen schlechten Tag hat, kann ich schon nicht schlafen. Seine Mutter war obdachlos. Und er hat trotzdem so eine positive Denkweise gehabt, dass er gesagt hat, ich ziehe das jetzt, das, was ich in 4 Jahren durchziehe, ziehe ich in 3 Jahren durch.
um meine Mutter wieder von der Straße zu holen. Und das langfristig. Der war davor auch arm. Ne? Das muss man erwähnen, der war davor auch arm. Der hat jetzt nicht in einer Villa gelebt oder so. Ja. Und der hat trotz dieser Verhältnisse, hat er es wirklich geschafft, das Studium in 3 Jahren zu beenden. Das muss man sich mal reinziehen halt. Ne? Das ist echt heftig. Daran kann man sehen, dass einem eine gesunde und starke Denkweise dich viel, viel weiter im Leben bringt, als sich immer nur auf die schlechten Sachen zu fokussieren. Definitiv. Ich denke mal, wir kennen das alle aus dem Bekanntenkreis, vielleicht von den Arbeitskollegen, von der eigenen Familie oder vielleicht sogar von den eigenen Freunden, dass sie immer nur über schlechte Sachen reden, immer das Schlechte irgendwo sehen und das herausbringen, immer nur am Meckern sind. Wir wissen es alle. Und interessant zu wissen ist, wie wir überhaupt damit angefangen haben. Und eigentlich ist das so bei uns, dass wenn immer wir uns treffen, tauschen wir uns über diese Themen aus, sprechen darüber, wie wir denken, wie wir auch uns weiterentwickeln können, wie wir unser Leben besser gestalten können. Und der Ursprung dieses ganzen Channels oder der Idee entstammt eben aus dieser Couch. Wir haben hier sehr intensive Tage verbracht, sehr, sehr deepen Talk geführt. Und ja, möchtest du vielleicht weitererzählen, wie es dann? Ja, definitiv, weil es gab ja diesen einen Punkt, sag ich mal, ne, wo wir sagen können, da haben wir dann auch gesagt oder entschieden, dass wir das dann auch tatsächlich durchziehen wollen. Du warst ja hier die Tage. Wir tauschen uns, wie er schon gesagt hat, immer, immer auf so einem ganz deepen Grind aus und haben dann auch irgendwann mal, wie er gerade auch erzählt hat, hier gesessen, hatten 2, 3 intensive Tage, wo wir eigentlich auch gemerkt haben, man kann sich auch unter Freunden so therapieren, sag ich mal. Also man braucht nicht immer professionelle Hilfe, so komisch sich das anhört, aber man kann auch unter Freunden sich Kraft geben und, sag ich mal, die Denkweise in die Richtung steuern, dass man viel positiver durchs Leben geht. Hm. Und da war es halt an dem einen Tag, wo ich dich dann nach Hause gefahren habe, falls ich noch erinnern kann. Ja. Und dann auf dem Weg nach Hause hatten wir dann weiterhin diese ganz tiefsinnigen Gespräche. Und dann meinte Gustav zu mir ganz ehrlich, warum machen wir nicht einen YouTube-Channel und teilen diese Atmosphäre und die Denkweise und diese Gespräche mit anderen? Und dann habe ich, weißt du noch, was ich zu dir gesagt habe? Ich so, ich weiß nicht und so, keine Ahnung. Ja, aber was wäre, wenn wir es einfach probieren und stell dir vor, wo wir sein können in der Zukunft, sagen wir mal in einem Jahr von jetzt, und was wäre, wenn wir es einfach nicht machen, wir treffen uns weiterhin, quatschen über diese Themen, du fährst mit vielleicht nach Hause, wir sitzen immer noch in dem Auto und gucken uns an und eigentlich hat sich in unserem Leben nichts verändert. Das war außer, dass man jetzt vielleicht bisschen sich ein paar neue Sachen gekauft hat im Job vielleicht, die nächste Stufe erklimmt, aber im Großen und Ganzen würde sich nichts ändern. Das war ja auch dein weiser Spruch damals, warum wir dann gesagt haben, wir ziehen das durch, ne. Weil wir saßen da wirklich im Auto und ich meinte, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie voll komisch. Und dann hast du ja zu mir gesagt, er meinte damals zu mir, also guck mal, entweder wir machen das und gucken, wo wir in einem Jahr sind, oder wir machen es nicht und gucken trotzdem, wo wir in einem Jahr sind. Also die Quintessenz hier ist einfach nur, dass wenn wir es nicht machen, sind wir wahrscheinlich genau da, wo wir an dem Tag waren, als wir darüber gesprochen haben. Und wo könnten wir sein, wenn wir es probieren? Und das ist wieder, um die Brücke zu bauen, das Thema Mindset. Einfach auch mal Sachen zu machen und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und schaue einfach mal in einem Jahr zum Beispiel, von mir aus auch in einer Woche oder in 2 Jahren, wo bin ich, wenn ich bestimmte Dinge einfach mal durchziehe? Wenn ich bestimmte Ängste einfach beiseite schiebe und sage, weißt du was, hat man zu verlieren, man probiert es, entweder es wird was oder es wird nichts. Und das ist eigentlich auch die Grundmessage, die wir in allen Videos auch immer vermitteln wollen, über alle weiteren Themen, die wir dann noch in Zukunft thematisieren werden. Ganz wichtig auch für uns, dass das, was wir hier machen, wir sind keine Psychologen, wir sind keine Wissenschaftler, keine sozialpädagogischen Mitarbeiter. Keine Ausbildung. Wir wollen euch auch keinen psychologischen Rat geben, das ist ganz klar zu sagen. Es sind einfach wir zwei, unsere Denkweisen und vielleicht werden sie bei dem einen oder anderen eine Hilfestellung leisten können. Definitiv. Wir wollen auch nicht dieses Pseudo, ich weiß alles besser und ich kann dir sagen, heute stehst du auf und du hast einen wunderschönen Tag.
diese ganzen Sprüche, die man dann auch im Internet liest, was ja auch alles schön und gut ist. Ich freue mich, dass es sowas gibt, ganz ehrlich. Aber ich denke, das Problem ist, dass viele Dinge nicht greifbar sind. Und wir wollen diese Themen irgendwo greifbar machen. Also ihr sollt, wenn ihr euch die Sachen anschaut, das Gefühl haben, dass ihr hier wirklich mit uns hier auf der Couch sitzt und quasi zwei Freunden beim Gespräch zuhört. Zwei Freunden, die euch einen Ratschlag geben können, wie man bestimmte Sachen anders betrachtet, eventuell besser macht oder auch nicht. Das ist halt ganz wichtig. Also wir sind absolut keine hochprofessionellen Psychologen, wie ich schon anfangs erwähnt hatte, sondern ganz simple Menschen, Freunde, mit denen man sich austauschen kann, die quasi an der Stelle auch, wie wir immer sagen, wir therapieren uns ja gegenseitig. Ne? Wir brauchen ja nicht die hochprofessionellen Therapien, die man so in Anspruch nehmen kann. Ja? Aber ganz klar zu sagen, wenn ihr an einer bestimmten Stelle im Leben seid und ihr diese Therapie oder diese Hilfe von professioneller Seite braucht, bitte, bitte macht den Schritt. Definitiv. Definitiv, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Also es gibt bestimmte Dinge, da muss man sich professionelle Hilfe holen, gar keine Frage. Aber beim Thema Mindset geht es einfach darum, das sind so kleine Sachen, so simple Bausteine. Wenn man sich mal diesen Bausteinen widmet, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, wie man doch eigentlich man kann doch gesünder durchs Leben gehen. Ne? Es ist nicht so, dass man für jede Sache sich professionelle Therapien holen muss. Aber wie du schon sagtest, bei ernsten Sachen ganz wichtig, auch professionelle Therapien dann auch in Anspruch nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch gar kein nichts Beschämendes. Es wird euch nur helfen. Es stellt sich die Frage, was ist denn überhaupt Mindset? Also es gibt eine wissenschaftliche Definition, die sagt, dass Mindset ist einfach die Denkweise des Menschen. Ich möchte aber noch mal einen Schritt weiter gehen und dann erklären, was für mich ist. Danach kannst du auch erklären, was für dich heißt, Sia. Gerne. Für mich ist nicht nur die Denkweise, sondern auch, wie ich an Sachen herangehe, wie ich Sachen aufnehme, wie ich mit Sachen auch zurechtkomme, weil jeder von uns wird früher oder später wahrscheinlich Schicksalsschläge haben, mit denen er zurechtkommen muss. Und da ist es besser, eben ein gesundes Mindset zu haben, um einfach besser im Leben solche Sachen überstehen zu können. Ich hoffe natürlich, wir werden nicht so viele Schicksalsschläge haben, aber wenn man einfach mal daran denkt, dass die Eltern wahrscheinlich früher oder weniger auch gehen müssen, leider. Gott bewahre, aber es kann passieren. Ja. Dann, ja, ist es leider so. Auf jeden Fall, für mich ist Mindset auch die alltäglichen Sachen des Lebens. Stellt euch vor, ihr müsst gerade zur Schule fahren oder zur Arbeit fahren, und der Bus schließt genau vor eurer Nase die Tür und fährt davon. Und ihr müsst auf den nächsten Bus warten. Wahrscheinlich kennt ihr das alle. Und vielleicht werdet ihr euch natürlich im ersten Moment darüber ärgern. Aber wird es dann euren Tag maßgeblich entscheiden? Werdet ihr davon euren Mitschülern, euren Kollegen erzählen, euch so richtig darüber ärgern und Dampf rauslassen? Oder sagt ihr, hey, okay, blöd gelaufen jetzt, aber da nutze ich eben diese 10 Minuten, die ich noch habe. Hör mir meine Lieblingsmusik an, hör mir vielleicht ein Audiobuch an oder mach irgendwas. Denke über den Tag nach, wie er gleich verlaufen wird. Hol mir einen Kaffee. Holst dir einen Kaffee, entspannst kurz. Und das ist eben für mich Mindset. Das sind die kleinen Dinge im Leben auch. Aber Sia, was ist denn für dich Mindset? Das ist eine gute Frage. Ja, du hast das ja gerade sehr schön erklärt alles. Wir wollen das Ganze ja greifbar machen. Also das, was wir sagen, damit, also unser Ziel ist es ja auch, dass man damit was anfangen kann. Ne? Wir haben ja auch auf unserer Instagram-Seite, haben wir ja auch in der Beschreibung stehen, denken, fühlen, handeln. Das beschreibt für mich eigentlich perfekt den Begriff Mindset, weil wenn ich positiv denke, dann habe ich, oder die Gefühle, die dann entstehen, sind eher dann positiv. Mhm. Das heißt, du lenkst deine Gefühle. Ich lenke meine Gefühle und dadurch handle ich auch viel effizienter oder viel klüger, positiver. Und ich glaube, das Ganze oder dieses Denken, Fühlen, Handeln beschreibt das Mindset einfach perfekt, wenn du mich fragst. Ja. Bestes Beispiel, hast du ein schönes Beispiel genannt, das ist eigentlich auch mein Lieblingsbeispiel, dieses morgens aufstehen, weil so alles fängt immer
Alles Gute, Schlechte kann damit anfangen, wenn man aufsteht, also der Tag beginnt. Mhm. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist einfach, wenn ich zur Arbeit fahre. Also ich meine, jeder kennt das von euch, ihr fährt zur Arbeit. Und das, ich glaube, das gängigste Beispiel, was, glaube ich, so jeder auch mal durchgemacht hat, ist, wenn man morgens im Auto sitzt, wenn man jetzt auch mal ein Auto besitzt und zur Arbeit fährt und man steht an der Ampel und vor allem ist dann, also man steht an der Ampel und davor ist ein anderes Auto und die Ampel, die Ampel schaltet auf grün und der eine hat die Ampel verschlafen. Was macht man? Hupen, fluchen, sich darüber aufregen. Voll Idiot, fahr doch endlich. Ja, warum, was soll das? Und man fängt an, ganz eklige Sachen zu sagen. Und da muss man sich, und das ist halt das Thema Mindset, da muss man sich die Frage stellen, muss das sein? Weil, ich kann euch auch erklären, warum. Man muss sich das so vorstellen. Man steht an der Ampel und da hat irgendjemand jetzt die Ampel verpennt. Mhm. Man hupt, man flucht und so weiter. Wer kennt's nicht? Ja. Wer kennt's nicht? Aber positives Mindset bedeutet, dass man die Situation so vielleicht für sich einschätzen kann, dass man sagt, weißt du was, ich hupe jetzt erstmal nicht. Mhm. Es ist morgens, man ist erstmal so platt, ne? Man steht auf und muss zur Arbeit. Weil man muss sich vorstellen, in dem Auto sitzt zum Beispiel, da sitzt irgendein Mann in dem Auto. Irgendein junger Mann, sagen wir mal. Man weiß doch gar nicht, warum er diese Ampel verschlafen hat. Das ist ja, er ist ja kein schlechter Mensch oder es ist ja keiner, der weiß ich nicht, total lahmarschig ist. Das kann einer sein, der vielleicht ein neugeborenes Baby zu Hause hat. Das Kind hat die ganze Nacht geweint, also hat man weniger Schlaf. Dann ist man natürlich halt auch offline in dem Moment und verpennt die Ampel. Oder der hatte, Gott bewahre, Schicksalsschläge, irgendwas Schlimmes passiert in seinem Leben. Irgendjemand Tod, den man verarbeiten muss, dann schläft man natürlich auch weniger. Oder man hat eine unruhige Nacht, weil man krank war. Es gibt eigentlich tausend Beispiele. Aber in dem Moment, wo man das für sich positiv einordnen kann, unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber in dem Moment, wo ich das für mich positiv einordne, wo ich sage, weißt du was, das kann einer dieser Sachen sein, einer dieser Szenarien, die ich gerade genannt habe, ich reg mich jetzt nicht auf. So, okay, wenn er in den nächsten 10 Sekunden weiter verpennt, dann gibt man mal so ein Signal. Das ist halt leider das Hupen dann auch. Aber man muss dieses Fluchen und die, ich habe jetzt schlechte Laune und irgendwie jeder ist daran schuld, dass ich gerade nicht vorankomme. Das ist total falsch. Das ist halt Mindset. Und das ist auch eine Sache, die ich auch jeden Morgen beobachte. Ist mir neulich sogar was passiert. Okay. Da stand ich an der Ampel und da war eine Frau vor mir und die hat halt auch die Ampel verschlafen. Und ich war auch kurz davor zu hupen, habe es aber sein lassen, weil ich dachte mir so, okay, eine dieser Sachen hätte ja passieren können. Habe ich nicht gemacht, die hat es gemerkt, hat sich dann bedankt und später musste ich die Spur wechseln und waren wir auf einer Höhe. Und dann guckt mich diese Frau an und fängt an zu lachen, weil sie wollte sich, glaube ich, bedanken, dass ich nicht gehupt habe. Okay. Und in dem Moment haben wir quasi positive Energien getauscht. Okay, und du hast es gespürt. Ich habe es richtig gespürt, weil sie guckt mich so an, sie lacht und ich muss auch lachen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, mit was für einer positiven Energie ich zur Arbeit gefahren bin. Ich hätte auch hupen können, ich hätte sie auch von A bis Z beleidigen können, aber habe ich nicht gemacht, weil warum? Und das ist halt die Sachen, das sind diese alltäglichen Sachen im Leben, wo man sagen kann, jetzt muss es nicht sein. Oder auch das Beispiel, ich nehme jetzt immer noch dieses Beispiel, du fährst zur Arbeit und ihr müsst euch vorstellen, das Auto, was ich fahre, sieht aus wie das Auto von Mr. Bean. Aber das stimmt. Ein Freund meinte zu mir einmal, wenn du in deinem Auto sitzt, hat man das Gefühl, du fährst einen Porsche. Aber warum? Weil ich morgens aufstehe, ich bin happy, dass ich überhaupt ein Auto habe, dass ich überhaupt zur Arbeit mit dem Auto fahren kann. Es gibt ja Leute, die müssen zu Fuß durch Regen und Schnee und Gewitter und was weiß ich was. Und neulich habe ich halt auch einen beobachtet auf dem Weg zur Arbeit. Der saß in einem richtig dicken Mercedes. Aber du hast halt gesehen, das ist wahrscheinlich ein Bauarbeiter oder so gewesen. Aber unabhängig davon, der gute Mann sah nicht, also der sah sehr traurig und mitgenommen aus. Also der sitzt in einem sehr teuren Auto und der war total schlecht gelaunt. Warum auch immer, kann ich nicht einschätzen. Und in dem Moment, ich sitze da in meinem kleinen Auto und bin total happy, der hatte eine Anlage, ich habe nicht mal eine Anlage in meinem Auto, das muss man natürlich auch sagen an der Stelle. Ich höre immer Musik durch meine Kopfhörer, ich war da Musik hören und hatte richtig gute Laune. Und das ist Mindset. So, es geht nicht darum, was man hat, sondern es geht darum, aus dem, was man hat, was mache ich daraus?
So, ich kann mit kleinen Dingen sehr glücklich sein und ich kann aus Situationen, wo ich nicht genau weiß, warum die Situation so ist, wie sie ist, kann ich eine riesen Sache draus machen und starte mit sehr negativer Energie meinen Tag. Oder ich habe diese Fähigkeit, einen Schritt weiter zu denken. Das, was ich vorhin gesagt habe, es kann einer sein, der hat ein neugeborenes Kind, das weiß ich natürlich nicht, das weiß ich nicht. Aber das ist auch egal, weil in dem Moment, wo ich Positives denke, sind da positive Energien, die sich auch auf die Masse verbreiten, sage ich mal. Auf jeden Fall, ja. Und das ist letztendlich einfach nur Mindset. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo wir dann auch später nochmal intensiver drauf eingehen werden. Weil hier geht es ja eher darum, so das oder die Begrifflichkeit auch irgendwie einordnen zu können und das Ganze auch greifbar zu machen, wie wir auch gesagt haben. Wir wollen ja nicht irgendwie pseudomäßig nur irgendwelche Defis raushauen, Genau. sondern das soll ja wirklich auch alles Hand und Fuß haben und genau. Zum Schluss nochmal, worauf könnt ihr euch einstellen als Zuschauer? Also, wir haben uns vorab viele Gedanken gemacht, welche Themen wir hier ansprechen möchten. Richtig. Und es ist eine richtig, richtig lange Liste daraus entstanden, wo wir auf Themen eingehen wie Leben, zum Beispiel, wie gehe ich durchs Leben ganz allgemein, wie gehe ich mit Hindernissen um, vielleicht auch sehr, sehr schwere Schicksalsschläge, von denen wir einige vielleicht auch selber hatten oder auch aus unserem Bekanntenkreis kennen. Sachen wie Beziehungen, Sachen wie Freundschaften, Karriere, aber auch Studium, da wir hier auch viel Erfahrung sammeln durften. Und Ganz wichtig auch, was uns wichtig ist hier auf dem Channel, wir möchten euch in jede Thematik mit einbinden. Wie Gustav schon sagte, wir haben ganz, ganz viele Themen, wir haben ein riesen Portfolio an Themen. Aber wenn euch irgendwas einfällt, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, irgendein Thema, worüber ihr unbedingt sprechen möchtet, beziehungsweise worüber wir dann sprechen möchten, für euch dann, mit euch quasi, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und wir werden dann natürlich schauen, welche Themen. Wo es zur Überschneidung kommt, dann gut für euch, weil das Thema ist ja dann schon da. Wenn nicht, vielen Dank für den Input und wir werden das auf jeden Fall definitiv einbauen. Das ganz klar an der Stelle. Und ich glaube, was sehr interessant sein wird hier auf dem Channel, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, ist, wir haben ein Format, an dem wir jetzt arbeiten. Da möchten wir quasi, es wird kein Interview sein, sondern ein Talk. Und da erschließt sich auch eigentlich, warum wir Mindhunters heißen. genau. Weil wir haben uns gedacht, ja, Mindhunter, das ist ja übersetzt Jäger der Gedanken, wenn man das so sagen kann. Aber wir haben uns überlegt, es gibt ganz, ganz interessante Persönlichkeiten da draußen. Und es müssen nicht immer unbedingt Stars sein, sondern es können auch wirklich, es kann einer sein, der auf einen ganz ja, verrückten Weg es geschafft hat, Arzt zu werden, aus der Armut heraus. Einer, der, weiß ich nicht, Sänger geworden ist, weil er immer an sich geglaubt hat. Ein Künstler. Und bei der oder in dem Format geht es darum, jeder ist eigentlich etwas Besonderes. Jeder ist auch ein Star in einer gewissen Art und Weise. Definitiv. Und diesen Leuten möchten wir dann auch quasi die Chance geben, ihr Mindset hinter dem zu erklären, was eigentlich passiert ist, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und das ist, glaube ich, auch sehr interessant für euch, da einfach mal ja, sich anzuhören, wie haben es Leute eigentlich geschafft, um da zu sein, wo sie sind. Und Welche Denkensweise hat sie vor allem auch dahin gebracht? Das wollen wir eben für euch jagen. genau. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne auch den Kanal hier abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir haben uns sehr gefreut, unsere Gedanken mit euch hier in dem ersten Video zu teilen. Vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank. Bleibt gespannt auf weiteren Deep Talk. Eure Mindhunters, bis zum nächsten Mal.